Iron Plates, ja, und etwas Iron, super, und Forge Hammer bestimmt auch noch. So, wir brauchen für die Öfen, brauchen wir, wow. Damit ich mich jetzt nicht vertue, wir brauchen 5. Wir brauchen 40 Stück, wir brauchen 38 Stück. Damit. Hallo? Du kommst hier hin und du bekommst den nächsten. So. Boah, es leckt aber noch immer, muss ich sagen. Das ist etwas unangenehm, muss ich leider sagen. Erstmal das machen. So, dann das machen. Und jetzt brauchen wir noch, lasst mich mal kurz rechnen. 24 Plates. Zack. 80 Uses bedeutet das. Okay. So. Der kommt drauf. Der kommt drauf. Und schon haben wir 8 Generator. Schön. Gib mir mal noch ein bisschen Iron. Ich glaube, das werde ich brauchen. So, das geht und boah, da muss noch etwas runtergeschraubt werden. So, jetzt bin ich schon wieder am Anfang. Super. Ja. Jetzt kam ein Low-Level-Block aus 2 Batteries und Kohle oder Kappa, und zwar aus 4 Stück Kappa. 1, 2, 3. So, warum nur 3, weil ich hier auch noch eins liegen habe. Ah, es lag an meiner Maus, gut. Ja, dann komm, gib her, dann kann ich die Render Distance auch wieder hochschrauben. Normal. So. Die werden geschnitten. Schön. So. Und da kommt ein Iron Ingot zwischen. So, wir haben jetzt dummerweise natürlich kein Holz dabei. Yep. Runtergehen. Schlafen gehen, Holz holen. Ist das typische? Wir sind nur am Craften. Das könnte man eigentlich Minecraft Crafting Time irgendwas nennen. Nicht Minecraft Monsters, denn das ist irgendwie nicht das Spielprinzip, was ich gerade verfolge. Stimmt, wir sollten ja Holz holen. Und damit hier. Ich glaube, die 40 Stück reichen fürs Erste. So. Ich brauchte aber 2 davon. So. Cutter. Oh. 4. Ja, werde ich irgendwann anders mal brauchen. So.
Ein Iron Teil. Das ist fertig. So, jetzt brauchen wir noch Zinn. Zinn haben wir da noch. Und das ist fertig. Rubber haben wir auch genug. Schön. Da haben wir Zinn. Wo ist der Hammer? Da ist der Hammer. So. Das haben wir auch. Das läuft auch. So. Jetzt brauchten wir die hier liegen. Die wurden hier hingelegt und die wurden rumherum gelegt. Genau. Dann fehlten natürlich hier 2, 3. Und das Ganze läuft. Denn jetzt haben wir 1, 2, 3, 4. Eins, zwei, drei, vier Stück. So. Wo war die andere? Die habe ich auch oben hingebaut. Kann ich erstmal noch ein bisschen arbeiten lassen, denn das produziert ja eben. Die EU brauchen wir gleich für unsere Mars Fabricator. Jetzt die Frage ist, wie man das Transformer Upgrade baut. Das besteht aus Glas, ein MV-Transformer und ein Electric Circuit. Gut. Ich baue mir erstmal eine neue Tree Trap. Die werde ich nämlich jetzt brauchen, denn jetzt brauche ich garantiert noch etwas von dem geliebten Rubber. Boah, das war das, was früher in Feed the Beast Light so aufwendig war. Hallo? Das Rubber zu holen. Hallo? Gib mir das Rubber. Denn das war ziemlich selten da, dummerweise. Muss ich wirklich sagen. Boah, ich habe mich davor erschrocken. Das geht gar nicht so. Weg damit. Hoch damit. Und weiter craften. Ach ja, das muss ja vorher nochmal in den Extractor. So. Wir brauchten Glas. Glas habe ich bestimmt nicht mehr. Wir brauchten 5 Glas. Nein, ich muss im Creeperhead gucken. Und ich hatte recht, wir haben kein Glas mehr, wir haben nur noch Sandstone. Sandstone im Rock Crusher ist genau das gleiche. Glaube ich zumindest. Kann ich ja jetzt mal gucken, was da rauskommt. Wenn jetzt der Gravel rauskommt, bin ich gearscht. Es kommt ein Sand raus. Wie gnädig. Das bedeutet, ich brauche noch 3 weitere. Naja, es steht ja vor der Tür, ne? So, ich glaube, ich habe jetzt schon allein 5 abgebaut. Was bist du da? Da 8 Stück. Ja. Geht. So, dann brauchten wir noch. Boah, ich klicke immer das Falsche an. Ein Electronic Circuit. Ein MV. Super Rezept, wenn das nicht geladen wird. Zweifach isoliertes Kupferkabel. Goldkabel. Habe ich hier noch ein Gold? Ah, ich habe noch eine Goldplate drin. Das ist schon mal schön. Was kommt denn da raus? 4 Stück. Gut, davon kann ich 2 dann doppelt isolieren.
So, Electronic Circuit gegen, ja, ich weiß es wieder. Kupfer. Drei Stück brauchten wir davon. So. Die mussten alle schön säuberlich in eine Reihe gestellt werden. Hier. Ups. Ja, mir fällt gerade ein, ich habe keine Iron Plate dafür. Das ist natürlich dumm. Erstmal braucht man eine Iron Plate. So. Und zack. Eins, zwei. Da haben wir unseren Electronic Circuit. Das fehlt jetzt noch. Das haben wir alles. Jetzt fehlt nur noch dieses fehlende Rezept des MV-Transformers. Da muss ich mal kurz im Internet gucken. Ich hoffe, dass das jetzt nicht allzu allzu offensichtlich ist und aufgenommen wird oder so. Ist, das war MV Transformer. Rezept. Ah, ja. Maschinenblock. Den Maschinenblock machte man aus. Woraus macht man den? Iron Plate. Gut. Das ist ja recht einfach. Also, wir brauchen zwei Copper Plates. Zwei